Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mirror's Edge Kette löst. Und wir sind bei der nächsten Hauptmission und zwar Familienangelegenheiten und wir sprechen mit Dogen. Oh, welch hoher Besuch. Wollt ihr mir jetzt die Beine brechen? Nur zu, bringen wir es hinter uns. Bring zu Ende, was du begonnen hast. Danach breche ich dir gerne die Beine, wenn du willst. Es ist schon zu Ende. Noah ist tot. Meine Mutter hat an Reflection gearbeitet und meine Schwester arbeitet für Kruger. Nur ich falle aus der Reihe. Und die Arbeiter freuen sich über Reflection wie über einen alten Freund. Eine neue Welt steht bevor, Faith. Und in ihr ist kein Platz für mich oder dich. Außer wir halten es auf. Verdammt, es lässt sich nicht aufhalten! Ja, da habe ich etwas anderes gehört. Weißt du, deine Freundin Plastik ist ein faszinierendes Mädchen. Sie sagt, wir brauchen nur Krugers persönlichen Gridprint. Tja, nur kommt da keiner ran. Nicht mal eine Top-Runnerin? Ich weiß zufällig, dass Kruger in der View eine Privatwohnung hat. Mit Zugang zum Netzwerk der gesamten Kruger-Familie. Klar, ein Einbruch in Krugers Privatwohnung? Da wimmelt es doch nur von Sicherheitskräften. Ich schätze, ich habe mich in dir getäuscht. Du darfst dich jetzt entfernen. Wie? Warte. Das war's? Ja, verdammt, das war's! Ich kannte mal eine junge Frau, die jedem die Stirn geboten hätte. Selbst mir, um das zu tun, was sie für das Richtige hält. Aber du bist nicht sie. Du bist am Ende. Nimm die Zeichnung und geh. Ich will dein Schmollen hier nie wieder sehen, verstanden? Seit wann kümmert es sie, was richtig ist? Seit es sich mit meinen Interessen deckt. Warum bist du noch hier? Ich bin hier, weil sie sich irren. Ich bin nicht am Ende. Beweis es. Mach ich. Okay. Faith braucht die Position von Gabriel Krugers Wohnung in der View. Kein Problem. Ich habe sie gerade auf deinen Beat hochgeladen, Faith. Du kannst von dort aus auf sein privates Netzwerk zugreifen. So kommst du an den Gridprint. Okay, jetzt hat er uns da, wo er uns haben will. Ja, du musst nur eine leere Shotgun verwenden, Faith. Sobald du die Verbindung herstellst, hack ich mich über deinen Handschuh rein. Wir sind noch nicht am Ende, sagt sie. Und das sehe ich genauso. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Kruger-Stack auseinandernehmen. In Krugers Wohnung reinzukommen ist noch schwieriger als der Einbruch in die Docks. Es gibt nur den Helipad auf dem Dach und natürlich den Haupteingang. Ein VTOL können wir auch nicht wieder umleiten, weil sie ihre Kommunikationsprotokolle geändert haben und es einfach zu lange... Plastik, lass sie einfach machen. Oh. Okay. Genau, lass mich mal. Ich muss mich nun leider verabschieden. Machen. Und Faith, denk an unseren Deal. Was denn für ein Deal? Habe ich was verpasst? So. Zeigen wir dem mal, wer hier die Eier hat. Und brechen einfach mal bei dem meistbewachtesten Mann der Stadt ein. Jeden Fall top Daumen nach oben an die Story, wenn ihr mich fragt. Sorry. So, weiter geht's. Guck mal, wollen wir dem helfen? Ja, komm, wir helfen dem. Kein Ding, jetzt hau ab. So, okay, gehen wir weiter. Rettung abgeschlossen. Okay, ich muss da rüber ins Wasser. Jetzt habe ich auch noch nasse Schuhe. Ganz toll. Hat die nicht genug schon? Genug Ärger? Ja, ne?
Möglichkeit gefunden, die äußeren Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Du kommst durch das Malice Art Museum rein. Da wird es zwar auch Wachen geben, aber du müsstest ihnen aus dem Weg gehen können. Ich habe nicht vor, ihnen aus dem Weg zu gehen. Ich verstehe nicht, warum die Leute in Kunstmuseen gehen. Sie sind vollkommen unlogisch und... Kunst muss nicht logisch sein, Plastic. Warum nicht? Welchen Sinn hat sie dann? Sie soll Gefühle wecken oder überhaupt irgendeine Reaktion hervorrufen. Genau wie Reflection. Nein, Reflection erzeugt künstliche Emotionen. Kunst ist real. Also ich finde sie bescheuert und sinnlos. Das ist vollkommen in Ordnung. Auch das ist eine Reaktion. Ach, bleib doch da dran. So. Okay. Dieses Reflection ist auch echt krass, ey. So voll der Zombie-Virus. Wo müssen wir hin? Dahin? Ja, dahin. Oh, hier. Bob, der Baumeister war auch schon da. Ob wir aufs Dach gekonnt hätten? Glaub nicht. Nein. Hey, ich bin hier drüben. Das ist schön für dich, dass du da drüben bist. Aber ohne mich, wie komme ich denn jetzt darüber? Da hinten lang. Böp, böp, jetzt sind wir hier wieder im Lilas, in Lila City. Bam, bam. Boah, das war knapp. Ich versuche ja heute, ich streng mich ein bisschen an, dass ich nicht so viele Tode verursache wie bei der letzten Folge. Beziehungsweise vor zwei Folgen. So. Das war echt heftig. Also da weiß ich auch nicht, was da los war. Ja, manchmal hat man so Tage, da läuft nichts. Und manchmal hat man Tage, die laufen gut. Bis jetzt habe ich mir noch nichts vorzuwerfen. Renn alleine. So. Wow. Sieh mal mit ihrem Scan-Scheiß. Dann holst du wieder die Verstärkung. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Hab ich das Ding eingesammelt? Ja, ich glaube schon. So. Alles lila. Aber coole Aussicht hier, auf jeden Fall. Nee, wir wollen das nicht. Wir müssen da rüber. Ganz schön weit. Okay, hier waren wir noch nicht. Hier sind überall Dinger, die ich aufsammeln kann, muss. Dann gibt es doch bald bestimmt wieder... ein Update-Punkt, wo wir was lernen können. Habe ich das jetzt echt nicht... So... Voll viele, das, als wäre das hier eine Route. Sind die eigentlich in Routen aufgeteilt? Weiß ich da gar nicht. Den Wartungszugang auf der Gebäuderückseite. Geh doch hoch. Warum scannt mich das? Voll Big Brother hier. Du bist mein großer Bruder, du bist immer da. So, jetzt aber. Passt da. Zack. Hier haben wir noch so ein Ding. Haben wir jetzt gut kassiert, ey. So. Okay, Familienangelegenheiten, Mission starten. Dogen behauptet, man könnte Krugers Quidprint aus seinem privaten Netzwerk stehlen, auf das man aus seiner Wohnung in der View zugreifen kann. Das Gebäude ist zwar extrem gut gesichert, aber Plastic hat vielleicht einen Weg gefunden, wie du hineinkommst. Durch das Malus Art
Museum, das direkt nebenan liegt. Du solltest zwar in beiden Gebäuden mit Kruger-Stack-Einheiten rechnen, allerdings werden sie dich nicht erwarten, ebenso wenig wie Kruger. Es wird Zeit, dem Kampf zu beginnen. Ui, natürlich kriegen wir den. Jetzt geht's los, Leute, jetzt geht's ab. Das Museum schließt. Hier ist jede Menge Kruger-Sack. Halt dich am besten von ihnen fern. Nein, es wird Zeit, mich ihnen zu stellen. Oh, jetzt rasten wir voll aus. Jetzt werden wir hier voll rachesüchtig. Aber es ist halb so schlimm. Weil der hat es ja auch verdient. Bam, dann haben wir den ersten kaputt. Na? Okay, wir müssen da runter. Zack. Finde den Aufzug. Wartungsschacht. Okay. Alles klar, ich bin drin. Gut, du musst dich durch das Gebäude bis ins oberste Stockwerk vorarbeiten. Von dort aus müsstest du Zugang zu Krugers Lobby haben. Vorausgesetzt, die Baupläne stimmen. Da sind die ganzen Typen da unten, ich sehe sie schon. Bekämpfe ich die oder renne ich? Ich glaube, ich sollte rennen, weil ich habe ja gegen die mal nicht so eine Chance. Lass dich nicht umbringen. Kuma würde dich vermissen. Und vergiss nicht, du musst ins oberste Stockwerk und dann in den Wartungsbereich. Okay. Ich versuch's mal. Erstmal die, die hier rumschießen, wegmachen. Ja, so wie den hier. Das sind ganz schön viele, die rumschießen. Komm runter da mit dir. Tschüss. Du auch. Boah. Ich bin dann mal weg. So, ihr seid noch ein bisschen leichter zu killen. Komm her hier. Gegen die mache ich auch kaum Schaden. Das muss ich auch noch lernen. So, auf jeden da hoch. Und darüber. Da hat mir ein bisschen der Antrieb gefehlt. Na? Schön an den Scheiben anfassen. Die Putzfrau freut sich. Okay, da kommt schon der nächste. Oh, das ist schon schneller. Alter, lässt mich mal in Ruhe, du Kasper. Okay, den muss ich, glaube ich. Fall da runter. So. Okay, hauen wir mal vor dem ab. Bei dem mache ich halt kaum Schaden. Das ist echt mies. Da drüben ballert er. Na, warte ab, wenn ich drüben bin, Kollege Schnürschuh. Oder da hinten noch einer. Komm her. Bam, Karate Kid kommt. Putz. Puh. Sind wir noch fast da, oder? Da sind wir. Boah, voll blue. Schnell weg! Die wissen jetzt auf jeden Fall, dass ich da bin, aber... Sobald du da durch bist, musst du wieder ganz nach unten. Von dort aus... Sorry, aber das ist schon wieder so ein Tod, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich muss da runter und mach, damit die keinen Schaden kriegt, eine Rolle und flieg dann ganz runter. Ach, Faith. Du musst gar nicht da runter. Musst du wieder ganz nach unten. Von dort aus solltest du dann die Lobby erreichen können. Die Wachen in Krugers Wohnung wurden durch den Aufruhr im Museum alarmiert. So wie es aussieht, wollen sie dich in der Lobby abfangen.
Das können Sie gerne versuchen. Das können Sie gerne versuchen, aber sowas von hier erstmal auf dem mit der Knarre. So, schnell weg. Boah, das sind alles welche mit einer Knarre. Ah, der eine noch. Weg hier. Okay, ich muss da hoch. Oh, nicht wieder so ein schneller. Verpiesel dich. Och komm ey, halt dich doch an der zweiten Stange fest. Okay, dann gehen wir da hoch. Ich weiß gar nicht, ob der mir hinterherkommt. Sobald du durch bist, kannst du eventuell den Aufzugsschacht nach oben klettern, um die Wohnung zu erreichen. Das ist doch bescheuert. Es muss noch einen anderen Weg geben. Nicht runterfallen, Faith, nicht runterfallen. What the fuck? Das sah ganz schön tief aus. So, und in den Fahrstuhl. Putz! Ich bin ein Dämon! Hey, bist du im Hauptaufzug? Ja, scheint ja die einzige Möglichkeit zu sein. Okay, es sieht so aus, als wärst du sicher. Zumindest vorerst. Gut, ich bin es nämlich leid, mich zu verstecken. Außerdem hat Kruger ohnehin nicht den blassesten Schimmer, warum ich überhaupt hier bin. Zumindest noch nicht. Plastic geht im Übrigen davon aus, dass sie sich in das System hacken und den Gridprint herunterladen kann, ohne dass er es bemerkt. Ich weiß, dass ich es kann. Er wird nie erfahren, dass wir ihn gestohlen haben. Aber Faith muss mich anklinken. Goldfische. Nemo, bist du's? Sehr schick. Faith, du musst eine Verbindung mit Krugers persönlichem Terminal herstellen. Soweit wir es auf den Plänen sehen können, gibt es in der Wohnung auch ein Büro. Versuch es dort. Okay. Dann kommt er durch die Tür im Bademantel. Ich habe sein Büro gefunden. Setz die Shotgun ein, dann kopiere ich den Gridprint darauf. Okay, die Shotgun ist bereit. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Wir haben ihn. Sieh jetzt zu, dass du da rauskommst. Faith Connor, du bist ja wirklich überall. Ich hätte dich gleich beim ersten Mal erkennen müssen. Du bist deiner Schwester sehr ähnlich. Sie weiß nicht einmal mehr, wer ich bin. Und das ist ihre Schuld. Ich habe sie aufgezogen, ihr eine erstklassige Ausbildung ermöglicht und sie gelehrt, Menschen zu führen. Kein Vater könnte mehr für seine Tochter tun. Aber sie ist nicht ihre Tochter, Kruger. War es nicht genug, unsere Eltern zu töten? Was war Cat für sie? War sie eine verdammte Trophäe? Ich habe sie gerettet. Du bist weggerannt, schon vergessen? Und der Tod deiner Eltern war ein tragischer Unfall. Damals herrschte Chaos. Ich war dabei. Sie hat ihnen die Stirn geboten und sie haben sie umgebracht. Deine Mutter war brillant. Sie weigerte sich aber, mit der Zeit zu gehen. Zum Glück jedoch lebt ein Teil von ihr in der Forschung weiter. Die sie dazu nutzen, um alle zu versklaven. Du weißt gar nichts und verstehst noch weniger, Faith. Hier stehen Dinge auf dem Spiel, die weit über dein kleines, egozentrisches Weltbild hinausgehen. Dein Werk. Die einzige Sprache, die deinesgleichen versteht, ist Zerstörung. Bleib, wo du bist. Nö. Bleib, wo du bist. Die Explosion hat das Sicherheitssystem durcheinander gebracht. Ich habe die Terrassentür geöffnet. Verschwinde, bevor die V-Tons eintreffen. Da sind mehrere Drohnen in deiner Nähe. Vielleicht kannst du auf einer von ihnen nach unten fliegen. Oh, wenn ich das überlebe. Du musst nach unten und zwar schnell. Das ist keine gute Idee. Halt dich einfach fest. Oh. Juhu. Okay. Ich bin unten. Endlich. Das klingt doch
nochmal äußerst erfreulich. Bring uns den Gridprint. Sobald wir den Reflection-Virus eingebunden haben, sollten wir startklar sein. Vielleicht kann Icarus dann ja auch wieder gehen. Kuma findet es hier nämlich ein bisschen zu voll. Ich bin mir sicher, Icarus freut sich schon darauf, hier rauszukommen. Okay. So, Leute, aber an der Stelle würde ich sagen, wir bringen jetzt den Dings dahinter. Ich mache einen kurzen Cut und gebe den noch ab. Der ganzen Aufregung in der View nachzuurteilen, war die Mission wohl ein Erfolg, richtig? Faith hat's geschafft. Wie zu erwarten war. Jetzt muss nur noch Reflection zerstört werden. Ich habe von Ihnen gehört, Dogen. Welches Interesse haben Sie eigentlich an dieser ganzen Sache? Faith und ich haben eine geschäftliche Vereinbarung. Die Umstände haben sich im Laufe der Zeit zwar ebenso verändert wie die Ziele, aber das ist wohl bei allen Beziehungen so, nicht wahr? Mag schon sein. Ich verstehe nur nicht, inwiefern Sie von all dem profitieren könnten. Nun, man könnte sagen, dass ich im Chaos aufblühe. Und nichts anderes wird auf den Untergang der Familie folgen. Zumindest so lange, bis die Massen einen weiteren zum Scheitern verurteilten Versuch unternehmen, sich selbst zu regieren. Sie denken, die Zerstörung von Reflection wird das Konglomerat zu Fall bringen? Nein, aber es ist ein Anfang. So, da sind wir zurück. Kurzer Cut gewesen. Wie gesagt, ich musste durch die halbe Stadt laufen. Und, ja. Das habe ich jetzt einfach mal weggecuttet. Wie ich es wusste. Ich wusste genau, dass ich das nicht schaffe. Da sterbe ich immer. Aber hey, dann machen wir es halt nochmal. So. Und jetzt holen wir nämlich hier ein bisschen Anlauf. Alter, war das knapp. Aber ich hab's geschafft. So. Einmal da hoch. Ah, da kommst du wieder nicht hoch. Die hat doch hier voll die Gumminoppen unterm Schuh. Warum kommt die da nicht hoch? So. Ist die hier überhaupt lang? Jupp, muss er. Ihr seht ja, ich habe schon jetzt weggeschnitten, wie ich durch die halbe Stadt bin und muss immer noch ganz schön weit laufen. Boah, das ist ganz schön tief. Aber wir sind gleich da. So und so und da hinten ist es schon. Oh, das Stören dagegen. Hello. Es tut mir leid. In einigen wenigen Fällen kann die Einnistung durchaus ein wenig unangenehm sein. So wie ein Jucken in meiner Wirbelsäule. Ein Jucken tut nicht weh. Du hilft angemessener Schmerz und induziert. Nein! Ich hab den Gridprint. Los, gib ihn mir. Faith, wir müssen Krugers Gridprint mit der Nanitenabschaltung verbinden und das bevor die Shard einstürzt. Warum kümmert es uns, ob die Shard einstürzt? Weil Faith dort rauf muss, um den Virus einzuspeisen. Oh. Hey. Wie fühlst du dich so? Es brennt. Falsches Statement, kein Aufruhr. Muss das sein? Wow, der Gridprint verschafft uns hier kompletten Zugang. Was wollt ihr wissen? Bekannte Omnislet-Agenten, neue Kruger-Death-Waffen, Projekt Ares? Erst Reflection. Konzentration. Kuma, das dürfte schnell gehen. Wir melden uns, wenn der Virus bereit ist. Faith, ist das okay? Oh Mann. Falsche Antwort, kein Feuer erkannt. Der Roboter war super. So, dann gucken wir kurz mal auf die Karte. Und zwar, genau. Zack. Fahrscheine bitte ist die nächste Mission und die sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Ciao.